Gott ist überall, auch im Knast. 2013 landet Titus Schlagowski im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung und Betrugs. Als er so verzweifelt ist, dass er sich sein eigenes Leben nehmen möchte, begegnet er ganz plötzlich Gott. Heute ist er allein Prediger und Seelsorger und predigt natürlich auch in der Kirche, vor allem aber hier in seiner Kneipe in Naschstetten. Hier erreicht er Menschen, die vermutlich sonst nie freiwillig einen Fuß in eine Kirche setzen würden. Und hier sind wir heute Morgen. Schönen Morgen, Titus Schlagowski. Morgen. Titus, Seelsorge in einer Kneipe ist gar nicht so neu. Dass es aber jemand macht, der Kneipenwirt und Predikant ist, das ist vermutlich eher selten. Wie reagieren die Menschen, die hierher kommen, auf dich und auf deine beiden Berufe? Ja, das ist immer so eine schwierige Sache. Also es ist ja immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite bist du Drogenhändler, weil du handelst ja mit Alkohol. Ja. Und auf der anderen Seite willst du dich um die Seelen der Menschen kümmern. Das ist eine Gratwanderung, kann man schon sagen, eine Gratwanderung. Aber wie drauf reagieren die? Es gibt welche, die bleiben sicherlich zu einem Gottesdienst und es gibt welche, die gehen dann noch zur Tür raus. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen passt das schon. Das ist schon interessant, dass dann auch Ruhe ist hier drin, so wie jetzt eben hier. Du hast kurz gesagt, du machst hier richtig Gottesdienste, ne? Ja, so Andachten. Andachten. Warum sagst du zu lang? Okay, okay. Wie lange ist so eine Andacht? 30 Minuten. Und wie läuft das ab? Ich brauche jemanden als Ersatz am Tresen. Der Tresenbetrieb geht weiter. Ich baue dann halt hier vorne auf ein kleines Pult, einen Barhocker. Da kommt so ein großes Holzkreuz rein und dann halt ein Hocker und ein Pult und dann kommt der Organist und dann kommt eine Akkordeonspielerin und dann machen wir hier Andacht. Und was macht der Organist? Ihr habt ja keine Orgel hier. Elektroorgel, die wird auf den Tisch gestellt und dann spielt er dann da. Sie mit ihrem Akkordeon, die sitzt dann irgendwo in der Ecke zwischen den Leuten und spielt dann halt mit, weil man muss ein bisschen auf Abstand achten. Mhm. Und dann singt ihr auch alle und die Kneipe singt mit und so? Nee. Singen ist hier so ein Thema. Also singen tun die nachts um 12, wenn sie nach Hause gehen. Aber da ist die Hemmschwelle doch zu groß, dass die dann singen oder beide so eine Andacht singen, das ist schwer. Und wie stelle ich mir das vor? Du siehst dann genauso aus, wie du jetzt aussiehst? Oder hast du einen Talar an? Oder was? Also ich trage keinen Talar, sondern es ist einfach ein Lotenmantel, ist das. Der sieht so Talar ähnlich aus und trage dann eine Stola. Und unten drunter habe ich dann meistens Kolarhemd oder sonst irgendwas. Also ich ziehe mich schon um. Außer es muss mal kurzfristig eine Andacht passieren, wenn irgendwas passiert ist, Lockdown oder so. Dann ziehe ich mich nicht um, dann lege ich mir nur die Stola um. Okay, also bist du generell auch so flexibel und so schnell, dass du auf so Ereignisse, die hier wichtig sind, reagieren kannst? Genau. Also Kirche für jeden Anlass? Genau, das sollte so sein. Das war ja auch der Hintergedanke. 2020 hast du das erste Mal hier gemacht. Wie kam die Idee dazu? Corona. Also ich sollte eigentlich einen Gottesdienst machen in einer Einrichtung in Scheuern. Das ist in Nassau hier um die Ecke. Das ist eine Behinderteneinrichtung. Da sollte eigentlich ein Gottesdienst stattfinden. Dann kam der Lockdown und dann kam einer hier aus der Nachbarschaft, ein ITler, auf die Idee, komm, wir zeichnen die auf und stellen sie dann zur Verfügung, also dass in den Wohngruppen die Andacht geguckt werden kann. Dass nicht ganz ohne Gottesdienst der Sonntag geht. Bei so einem Gottesdienst ist es ja so, also bei so einem klassischen Gottesdienst in der Kirche ist es ja so, da gibt es dann so einen Text, der vorgegeben ist, einen biblischen Text und zu dem predigt man dann. Wie läuft sowas hier ab? Ich halte mich grundsätzlich an die Perikopenreihe und die es nicht wissen, ein Theologe weiß das, das sind die vorgeschlagenen Predigtexte für den jeweiligen Sonntag. Da halte ich mich strikt dran. Da gibt es auch kein Wenn und kein Aber und kein Weg. Okay, weil das ist natürlich eigentlich der spannende Punkt. Ne? Dann sitzt du hier, hast deinen Lodenmantel und dein Kolarhemd an und hier ist eine Elektroorgel aufgebaut. Und dann liest du den Menschen hier in der Kneipe, die hier Bier trinken und Schnaps trinken, liest du schön das Evangelium vor. Nee, das ist nicht ganz so richtig. Also ich mache deine Begrüßung, ich mache so einen Abriss von der Woche. Meistens muss unsere Politik herhalten oder das, was gerade in der Weltgeschichte passiert ist. Dann die ganz normale Eröffnung, also das Votum. Also wir feiern diese Andacht im Namen Vater, Sohn und Heiligen Geistes. Und dann suche ich mir meistens, oft gibt es da auch jemanden für, der dann einen Psalm liest. Das ist irgendeiner von den Gästen. Also das kann dann schon mal ein Tätowierter sein oder sonst irgendwas. Und die Fürbitten, da suche ich mir meistens auch noch jemanden raus. Die reine Predigt, das ist mein Part. Am Anfang war es so, dass es nur aufgezeichnet wurde. Hm? Ab wann kamen denn hier wieder Menschen dazu und waren dann auf einmal live vor Ort? Nach dem Lockdown. Eigentlich wollte ich damit aufhören und dann habe ich gedacht, probierst es einfach mal. War natürlich ganz schön mit Angst verbunden, weil ich wusste ja nicht, was passiert. Entweder hauen die jetzt ab oder, nee, die sind sitzen geblieben. Erzähl mir das, wie hat das stattgefunden? Wussten die, dass eine Andacht kommt? Nee. Oder hast du auf einmal so eine Glocke geschlagen, so, ach so, Freunde, jetzt? Nee, ich bin dann einfach hingegangen, habe mir eins von den Mädels hinter den Tresen gestellt und habe gesagt, mach du mal jetzt Tresen. Und dann habe ich mir ein Holzkreuz geholt, dann habe ich mir ein Pult geholt, dann habe ich mir einen Barhocker geholt, so ein paar Scheinwerfer, nicht so professionell wie hier jetzt. Und habe dann gesagt, hier, jetzt machen wir eine Andacht. Und dann kam dann...
Der hat eine Meise. So, dann kam dann noch so Sprüche, ich gehe doch nicht in die Kneipe, um eine Andacht zu hören oder so. Das ging dann so weit, dass sich sogar einer an die Tür gestellt hat und hat dann gesagt, wenn dann jemand reingepoltert kam und Hallo gebrüllt hat, hat er gesagt, pscht, wir haben jetzt hier Gottesdienst. Und das ist halt schon mal von fremden Leuten, die mit Gott und Glauben nichts am Hut haben, eine tolle Sache. Und wann hat sich das etabliert und wann wurden die Reaktionen so, dass du gesagt hast, das ist jetzt eine Institution hier? Als die ersten Besuche von außerhalb kamen, dass Leute von Frankfurt hierher fahren und sagen, wir wollen mal ganz einfach mitmachen, wir spielen mal Gitarre, wir singen mal hier dazu und das dann, sag ich mal, nur mal gucken, ob es tatsächlich so ist oder ob das nur ein Fake ist. Und dann waren sie dann viele schon entsetzt nach dem Motto, das macht er jetzt wirklich. Macht er auch wirklich. Aber das ist gut so. Also ich finde das in Ordnung. Passt. Gut, und das läuft jetzt seit anderthalb Jahren so, ne? Ja, es sind über 100 Andachten, die hier drin schon gefeiert worden sind. Und du wirst nicht müde? Nö, das macht doch Spaß. Vor allen Dingen auch die Reaktion. Ich meine, du hast ja, das ist ja nicht so wie in der Kirche. Also da wird schon mal dazwischen gequatscht. Beim Vater Unser fliegt schon mal ein Glas runter, weil jemand seine Hände da so gemacht hat. Die Geräusche hast du natürlich. Das gibt es natürlich in der Kirche nicht. Und musst doch mal damit rechnen, dass du mal eine Frage gestellt hast, mitten in der Predigt. Da kannst du dein Konzept zumachen, kannst du freiwilligen. Ist doch richtig gut. Wie ist die Reaktion, weil du meintest auch in der Kirche, es gibt ja bei euch hier auch eine Kirche. Wie ist die Reaktion da auf dich? Nicht gut. Nicht gut, weil? Nicht gut, weil man beruft sich auf sein Kanzelrecht. Also Kanzelrecht gibt es wohl im Ort. Ich sage, Andachten feiern darf jeder. Gottesdienste, ja, die müsstest du dir genehmigen lassen. Aber da nehme ich jetzt keine Rücksicht drauf. Das ist natürlich ein Dorn im Auge, aber mir geht es um die Menschen. Und die Menschen, die hier sitzen, die trifft man garantiert nicht sonntags morgens im Gottesdienst. Das ist eigentlich die Aufgabe. Jesus war ein Wanderprediger. Der hat bestimmt auch in der Kneipe gepredigt. Und vermutlich wird das ja noch viel mehr Aufgabe werden, je weniger Menschen überhaupt in die Kirche kommen. Ne? Also die Mentalität zu sagen, wir gehen zu den Leuten wieder, nicht die Leute kommen zu uns, wird vermutlich in der Zukunft wichtiger werden noch. Ne? Kommen wir mal zurück zu der Frage, wo das eigentlich alles herkommt. Du kommst aus einem religiösen Elternhaus. Elternhaus. Wie bist du groß geworden? Großvater ist Pastor. Mhm. Der ist aber dann nach Rendsburg gegangen, also aus dem Osten. Mein anderer Großvater ist so Halbpastor. Wie kann man Halbpastor sein, so wie du? Der war stark im Kirchenvorstand. Der kam geprügelt aus dem Krieg, kam der zurück und kam dann zum Glauben, aber stark. Also der hat schon Theologie verfolgt, kann man schon sagen. Mhm. Und dann muss man sagen, ich bin auch christlich erzogen. Also in der DDR war das schon was, nicht ein Pionier, nicht in der FDJ zu sein, nicht jugendgeweiht zu sein, sondern nur konfirmiert. Und das war natürlich schon so eine Herausforderung. Die Menschen aus dem Westen wissen das nicht so richtig. Ne? Wie würdest du das beschreiben? Wie ist es, als Kind christlich im Osten zu sein? Also du bist freiwillig. Also ich habe das ja auch im Prinzip versucht zu erklären, damit, dass man zum Beispiel samstags morgens war immer Appell. Also die nicht ein Pionier, nicht in der FDJ oder nicht Jugendgewalt waren, die durften dann samstags morgen zum Appell, wenn die ganzen Klassenzüge da standen, mussten die neben dem Direktor stehen. So nach dem Motto, das sind die Aussätzigen. Also richtig auf euch wurde richtig gezeigt. Genau, und das ist halt, du warst dementsprechend so freiwillig, dass du auch grundsätzlich immer, du warst das Opfer. Du hast eigentlich immer permanent Dresche bezogen. Also richtig körperlich auch? Ja. Das ging so weit, dass die Schulmilch im Schulranzen gelandet ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich im Jahr neue Hefte brauchte, weil sie mir die Schulmilch da reingekippt hatten und so weiter. Und das ist halt, da passiert dann irgendwas mit dir. Und wenn du dann wieder mit dem Falschen bist, dann nach Hause gerannt, damit du sie nicht gerade wieder fängst und wieder eine kriegst und so weiter. Und das ist natürlich dann das große Problem, dass dann plötzlich eine Wandlung eintritt. Und die kam dann, als meine Mutter gesagt hat, du bist jetzt groß und kräftig, ich kann es nicht mehr sehen, wehre dich. Und dann ging natürlich mit mir was nach hinten los. Ich bin dann stehen geblieben und dann habe ich ausgeteilt. Okay. Das war im Nachhinein nicht gut. Also ich habe dann nur noch geprügelt und wenn mir einer krumm kam, gab es auf die 12. Wie hat dich das weiter geprägt? Wie ist es dann weitergegangen? Ich bin weg von Kirche und Glauben, ganz weit weg. Ich war so ein berühmt-berüchtigter U-Boot-Christ. Also so Weihnachten auftauchen, abtauchen, Ostern auftauchen, wieder abtauchen und fertig. Wenn dann irgendjemand gestorben war, noch mal zur Kirche oder so, aber sonst nicht mehr. Und würdest du sagen, du hast deine Religion verloren oder deinen Glauben verloren? Nee, es war einfach, spielte keine Rolle mehr. Mhm. Also verloren nicht, nee, glaube ich nicht, weil ich denke mal, da ist viel in die Wiege gelegt. Mhm. Dass man schon überlegt, weil sonst wird es ja auch nie so weit im Knast gekommen sein, dass man anfängt zu beten und Bibel zu lesen. Also das ist halt eine Sache.
verlieren kannst du deinen Glauben, glaube ich, nicht. Du kannst ihn verdrängen. Mhm. Wegsortieren. Wegsortieren. Dann kam die Wende und für dich wurde alles anders. Du hast dir eine Existenz aufgebaut, du hast geheiratet, bist Vater geworden und hast einen Betrieb gegründet. Wie ging es weiter? Direkt nach der Wende bin ich weg. Bin dann in der Nähe von Frankfurt und dann halt hier in dieser Kante. Und da habe ich dann als Schreiner und Zimmermann gearbeitet, was ich von Haus aus bin. Jo, und dann habe ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht. Dann wurde die Firma halt größer, ein bisschen Größenwahn kam dann natürlich auch dazu. Was heißt das? Wenn der Laden läuft, du vergrößerst, dann musst du unbedingt eine Mercedes-S-Klasse her, dann musst du ein Boot her, dann musst du noch ein Haus her und dann musst du das her, ein Größenwahn. Dann Beziehung flöten gegangen, dann kamen noch Frauengeschichten dazu und das ist halt, ja, eigentlich so ein richtiger klassischer Absturz. Schaffen, Größenwahn und dann so ganz freier Fall. Gegen dich wurde ermittelt ja. Und du bist in Untersuchungshaft gekommen. Genau. Also sag mal, die Straftat bestand darin, dass ich grundsätzlich, seitdem ich selbstständig war, die Überstunden meiner lieben Mitarbeiter auf die Hand ausbezahlt habe. Und das kam dann raus. Und das war natürlich bei dieser Mitarbeitermenge, war das auch natürlich eine Summe. Ich habe mir praktisch ein hohes Geschäftsführergehalt gezahlt, dann die Überstunden bezahlt und dann wurde ermittelt und dann kam ich in Untersuchungshaft. Wie hast du die Zeit da erlebt? Die war schrecklich. Also ich hatte irgendwann mal in jungen Jahren Tumor an der Wirbelsäule, hatte Hirnhautentzündung und habe davon starke Schmerzen behalten. Bekommen ziemlich starke Schmerzmittel, die ich dann auch genommen habe. Aber wenn du dann in Untersuchungshaft kommst, sie haben mich ja hier aus der Kneipe raus verhaftet. Ich wusste davon nichts. Dann ging das ab und nach dem Motto, ach bei Ihnen, Sie haben ja einen festen Wohnsitz und so weiter, Sie sind morgen wieder draußen. Wenn ich den Spruch noch mal gehört hätte, dass es 2 Jahre dauert, bis ich morgen wieder draußen bin, das wusste ich nicht. Du warst 2 Jahre in Untersuchungshaft? Ja. Nee, 2 Jahre im Gefängnis, also insgesamt mit Untersuchung. Okay. Dann hätte ich mich wahrscheinlich anders vorbereitet, aber egal. Das war dann halt so und du kommst dann halt rein und erlebst eine komplett andere Welt. Du bist abgeschnitten, telefonieren darfst du nach 2-3 Monaten das erste Mal, Besuch bekommst du nach 6-7 Wochen das erste Mal und einen, den du vielleicht noch siehst, der Anwalt. Das ist eine komplett andere Welt. Also Menschen, die du vorher im Fernsehen gesehen hast, die irgendwas verbrochen haben, die lernst du dann 1:1 kennen. Und was ist dann passiert? Die Zeit war die schlimmste Zeit deines Lebens, sagst du selber. Du bist ja da drin, du kannst nichts tun. Du kriegst dann geschrieben von irgendwelchen Menschen hier, die dann draußen sind, die sagen, deine Frau kämpft. Leute werden entlassen, die dir über die Jahre ans Herz gewachsen sind, die bei dir beschäftigt waren, weil die Frau das nicht mehr geregelt bekommt, die Masse an Menschen. Wir haben das immer geteilt gehabt, also ich habe mich ums Bürotechnische gekümmert, meine Frau hat sich ums Praktische gekümmert. Die packte das nicht, logischerweise. Dann musste ein Geschäft nach dem anderen musste weg, dann Leute entlassen werden. Das war eine Katastrophe und damit kommt man nicht zurecht. Und dann überlegt man sich, draußen die Kinder, die Frau, du kannst nichts machen, du bist dort zum Nichtstun verurteilt. Und du kommst dann irgendwo an den Punkt und sagst, das willst du nicht mehr. Das ist doch eigentlich besser, wenn du hier nicht mehr da bist. Und das war die Nacht im Juli des Jahres 2012. Wo ich gesagt habe, hier ist Schluss, hier ist Feierabend, ich hänge mich jetzt auf. Ist halt so. Erzähl das mal, wie war das in der Nacht? Da war viel Heulen, also ich sag's, Weinen dabei, das muss man einfach sagen. Und dann war dann halt Auftrennen einer Jogginghose und Binden oder dazu einen Strick draus zu flechten, weil du hast ja nur keinen Strick. Das Ding fertig gemacht zu einer Schlinge, dann oben an die Gitter festgemacht und dann schrieb ich einen Abschiedsbrief, also wo ich dann versucht habe, alles zu erklären, dass das viele Sachen nicht Absicht waren und ich habe mich auch entschuldigt bei Menschen, die ich verletzt habe und so weiter. Und dann flog mir dann irgendwann dieser Kugelschreiber dann da runter und der rollte unter das Stahlbett und dann habe ich gedacht, so, den brauchst du jetzt noch, du wolltest ja fertig schreiben. Dann war ich dann da unten. Und dann kniete ich vor dem Bett, um das Ding rauszuholen und dann diesen Kugelschreiber zu holen. Und dann fing ich an zu beten. Da habe ich gedacht, wenn du jetzt hier bist, kannst du ja auf Knien, dann kannst du auch noch mal beten. Und ich sage heute noch, das war das längste Gebet, was ich überhaupt hatte. Da war viel Wut, viel Zorn, viel Weinen, viel Schreien dabei. Einfach zu sagen, es tut weh und es tut mir leid. Und dann ist es plötzlich wieder hell geworden und dann hörte ich wieder die Lebendüberwachung.
So lange warst du im Gebet, bis zum nächsten Morgen? Also ich denke mal, das waren bestimmt 6-7 Stunden. Und ich bin dann regelrecht erschrocken, als ich die ersten Stahltüren dann wieder hörte, dass die aufgerissen wurden. Und dann geht natürlich ein Film, ich habe das dann natürlich abrupt abgebrochen, weil da hing noch der Strick. Mhm. Da war noch der Abschiedsbrief. Und wenn das im Gefängnis rauskommt, bist du über kurz oder lang sofort auf einer Ü-Zelle oder auf einer Einzelzelle, weil die müssen dafür sorgen, dass du keinen Suizid begehst. Und das war für mich die Nacht. Das war aber irgendwie anders. Also der ganze Morgen war anders. Inwiefern? Ich hatte voll rot verheulte Augen. Natürlich nicht geschlafen, aber der ganze Morgen war anders. Also da kam nicht das Licht und dann ist mir irgendwo was aufgegangen und dann wurde ich entlassen oder so. Nee, aber das Leben war dann ein anderes plötzlich. Also das kann man wirklich so sagen. Es war irgendwas los geworden. Aber warst du richtig, im Gespräch mit Gott oder konntest du dir endlich einfach mal alles von der Seele reden, alles und selbst reflektieren? Also man kennt das ja vom Psychiater. Ich hatte so das Gefühl, ich liege auf dem Bett und ich knie nicht davor. Aber das hat man anhand von meinen Knien gesehen, dass das wirklich knieten war. Das war wirklich so, der hat nur zugehört. Mhm. Und das war so das Gefühl nach dem Motto, so jetzt machen wir es anders. Und in der Nacht ist der Deal entstanden, dass ich gesagt habe, also wenn du dafür sorgst, dass ich hier ganzbeinig rauskomme, sorge ich dafür, dass ich dich verkündige. Okay, also du hast eine Verabredung gemacht. Ja. Okay. Dann war der erste Tag deines neuen Lebens mit Deal. Ja, dann kam da plötzlich dieser katholische Kaplan, der da drin seinen Dienst machte als Seelsorger. Der hat mich dann noch zum Küsterdienst eingeteilt. Mhm. Und dann kamen dann plötzlich Mitgefangene, die sich bei mir ausgeschüttet haben. Eigentlich ging mir es schlecht. Aber die kamen dann noch zu mir und haben sich bei mir noch zusätzlich dann ausgeweitet. Also bist du eher so quasi automatisch unter der Hand Seelsorger geworden? Genau, das war ganz komisch. Wie ist es dann weitergegangen? Du bist irgendwann entlassen worden? War relativ zügig entlassen worden. Ich hatte eine Halbstrafe gekriegt, dann noch Weihnachtsamnestie. Und habe dann in der Zeitung gelesen, Prädikantenausbildung, und habe gesagt, bewirbst du dich mal? So nach dem Motto, auch mal von der Kanzel runter zu predigen. Und das habe ich dann wirklich mal genommen und habe gesagt, guck mal, ob sie dich nehmen. Und habe dann direkt die Hosen runtergelassen und habe gesagt, so, ich bin ein Ex-Knacki, ich bin noch auf Bewährung draußen, ich würde das trotzdem gern mal. Wie war die Reaktion von den anderen? Also dieser Mann, der leider nicht mehr lebt, dieser Kappesser, der war damals Dekan im Dekanat Lahnstein, hier also kurz vor Koblenz. Der hat gesagt, ich habe dir keine 5 Minuten gegeben. Ich habe gedacht, das gibt nicht. Der hat mir dann später gesagt, hätte nie gedacht, dass das so eine Wandlung eintritt. Aber vermutlich wird es den meisten Leuten genauso gehen wie damals dem Kaplan, der gesagt, Ex-Knacki, das wird nichts. Wie geht den Leuten das, wenn die erfahren, Ex-Knacki und Prediger und Kneipier? Ja, das war am Anfang eine Katastrophe, weil man ja hier auf dem Land ja ziemlich bekannt ist. Weil man, sag mal so, meine erste Predigt hier in Nassstetten, sind zwei Leute aufgestanden und haben gesagt, ich gehe hier wieder. Ja. Weil in Wirt gehört in die Kneipe und nicht auf die Kanzel. So, das gab's. Die sind aus der Kirche rausgerannt und haben gesagt, der gehört nicht dahin. So, ob die Predigt gut war oder schlecht war, ist eine ganz andere Sache. Und dann gab's dann auch dieser Pfarrer, der damals mein Mentor war, der hier Pfarrer in Nassstetten damals war. Der ist vom Kirchenvorstand direkt darauf hingewiesen worden, nein, den wollen wir so nicht. Und dann durfte ich dann halt bei anderen Leuten Gottesdienst machen. Wie würdest du sagen, jetzt nach all diesen Erfahrungen und auch nach jetzt 100 Kneipengottesdiensten, wie siehst du dich eher, als Kneipier oder als Pastor, Prediger? Beides, als Mensch. Also du veränderst dich nicht. Also die Ausdrücke bleiben dieselbe, du änderst dich auch nicht, du hörst dir ja die Probleme der Menschen so an oder du erzählst was über die Probleme der Menschen, weil du musst die ja abholen und du musst sie in der Kneipe abholen, du musst sie genauso im Gottesdienst abholen und wenn dir das nicht gelingt, dann machst du irgendwas ganz Komisches verkehrt. Da muss schon der Heilige Geist wehen und da gehört Gebet vorne dran dazu. Gebet ist Arbeitszeit vom Heiligen Geist. Weißt du doch. Vielen, vielen Dank, dass wir heute Morgen hier sein dürfen bei dir in der Kneipe. Was für ein schöner Ort. Danke dir. Und danke auch Ihnen, dass Sie heute Morgen wieder dabei waren. War so gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächste Woche auch wieder dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.